nämlich das Spotify hier. Ich tippe das Viertelfinale. Die Tage wird noch das Ujekt kommen zu meiner Gruppenphase, wie ich da so getippt habe. Ich weiß es ein andere Mal, habe ich reingeschissen. Steht schon fest. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Das Achtelfinale konnte ich nicht tippen im Voraus, die Prognose machen. Einfach aufgrund zeitlicher Abphasen, sage ich jetzt mal. Aber auch, weil ich nicht unbedingt so zu Hause war. Ja, man muss ja das Mentale bisschen wieder steigern, sage ich jetzt mal. Hab's ja schon ein bisschen angeteasert, von daher war das mal gut. Trotzdem liege ich noch ein bisschen flach und musste mich jetzt hier dafür motivieren. Ist gerade da. Bisschen. Mal gucken, wie viele Videos ich mache. Und dann seht ihr, wie Videos die Tage kommen. Kommen wir zum ersten Tipp. Spanien, Deutschland, 2-3. Ich denke, das ist ein bisschen die Hoffnung. Spanien ist natürlich enorm brutal gut. Haben eine brutale Qualität. Spanien ist, glaube ich, in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, glaube ich, eigentlich fast immer, glaube ich, gegen den Gastgeber ausgeschieden, wenn sie gegen Gastgeber gespielt haben. Allerdings, bin ich ganz ehrlich, es werden Kleinigkeiten entscheiden und ich könnte mir vorstellen, dass hier oder da ein Abwehrfehler entscheidend sein kann und unsere Abwehr ist leider Gottes, glaube ich, in meiner Erachtungsweise anfälliger als die von Spanien. Aber natürlich liegt da die Hoffnung noch ein bisschen, dass wir 3-2 nach Verlängerung gewinnen. Wir müssen natürlich Glück haben, dass vielleicht Spanien nicht unbedingt so ein gutes Glück hat. So ein bisschen Nadelstiche hin und her gab es ja schon. Mit einem kleinen Augenzwinkern, na, zum Beispiel Joselu, ist ja auch Ex-Frankfurter, hat er auch gesagt, hier, ich glaube, das wird das letzte Spiel für Toni Kroos sein. Ja, das darf man nicht zu ernst nehmen. Klar, manche, hoch und kommt vor den Fall. Das sind so als kleine sympathische Nadelstiche unter Ex-Kollegen, unter Freunden vielleicht auch. Wir kennen das auch selbst, wenn wir mit Freunden irgendwo online zocken oder so zocken. Ja, ich mach dich jetzt fertig, Alter. Ja, es ist halt so. Aber wir kennen das ja auch im Internet, dass die dann alle direkt rumweinen. Aber ich fand das noch amüsanterweise. Es war nicht hochnäsig oder arrogant. Ja, Deutschland ist kein Gegner. Wir gewinnen jetzt locker 5-0. Ja, nee, so ist es definitiv nicht, wie es hier und da wenn man Vereinsfußball der Fall war und wo dann Karma zugeschlagen hat. Kommen wir zum zweiten Spiel. Ich habe extra eine leere Spalte gemacht, damit ich auch was sehen. Aber Spoiler. Portugal, Frankreich 1-2. Ich denke schon, dass Frankreich gewinnen wird, weil die auch da die bessere Qualität haben als Portugal im Insgesamten gesehen. Portugal wird irgendwie vielleicht ein Tor schießen. Vielleicht ein Geniestreich von Cristiano Ronaldo. Allerdings hat Frankreich, vielleicht auch wenn die Dominanz zeigen im Spiel, Probleme mit der Chancenbewertung hier und da. Und eigentlich müssten die mit der Qualität, die sie auf dem Platz haben, besser spielen. Tun sie nicht, die können auch nicht die Leistung abrufen. Bin auf jeden Fall gespannt. Vielleicht kommt das noch. Was wir natürlich dann nicht hoffen, ist ja klar, als Deutschland. Fakt ist aber, Frankreich wird sich hier mit 2-1 durchsetzen. Und ich sollte vielleicht nicht über Kolo Muani reden. Beim letzten Mal habe ich auch gesagt, im Achtelfinale, habe meiner Mutter ein bisschen was über Kolo Muani erzählt, dass er bei uns war und so weiter. Dass er nicht mehr so Leistung gezeigt hat. Aber ich habe auch schon gesagt, es wäre jetzt so einfach so eine Karma-Schelle, wenn der dann das entscheidende Tor macht. Es war dann abgefälscht, aber trotzdem war er hat das Tor gemacht, ne? Es war so klar, hätte ich nichts gesagt, wäre dann nichts passiert. Aber was soll's, gehen wir weiter hier. England, Schweiz. Und da ist für mich eine Überraschung. Wobei, was heißt Überraschung? Schweiz spielt ja schon ziemlich, ziemlich gut, finde ich. Und Schweiz hat natürlich eher so, dass die einfache Seite des Turnierbaums erwischt. Wenn man denkt, dass auf unserer Seite des Turnierbaums wer da alles dabei ist. Wobei England natürlich auch nicht einfach ist. Aber England so ja, mit der Schwere, in Anführungsstrichen, Gegner da. Allerdings konnte England noch nicht das Potenzial aufrufen, was sie eigentlich haben müssten. Und das nochmal schlimmer als bei Frankreich.
Und das ist ja der Fall. England hat gerade so gewonnen. Weil die 1 zu 1 in der 95. Minute, Fallrückzieher, schönes Tor. Zwar nicht so spektakulärer Fallrückzieher, sage ich mal, der dann irgendwie in den Winkel noch geht oder hoch, sondern Fallrückzieher und der geht dann unten rechts rein da so. Aber trotzdem sehr schönes Tor, soll nicht runtergeredet werden. Aber das war halt, du hast 94 Minuten lang, 95 Minuten lang gut verteidigt, aber dann ist vielleicht die so hinten raus wirklich die Konzentration nach, weil du einfach ausgepowert bist. Und wenn du im Strafraum einen Fallrückzieher machen kannst, weißt du eigentlich, dass der Verteidiger zu weit weg gewesen ist, aber trotzdem exzellent von Bellingham gemacht. Und einfach da den Mut zu haben, in so solch einer Situation den Fallrückzieher anzusetzen, weil wenn der nicht reingeht, sagt alle, wie soll man so Fallrückzieher, nehmen ihn noch an, schießt normal und so weiter, wir legen ab. Er hat alles richtig gemacht in dem Fall. Von daher passt das schon. Und dann natürlich, ja, direkt mit Anschluss, mit Anpfiff der Verlängerung das Tor gemacht. Aber wie war das so? Wie soll ich das meinen Freunden erzählen, die nichts mit Fußball zu tun hat, dass das 1-1 in der 95. passiert ist, aber das 2-1 in der 91. Komm, es ist schon lustig. Finde ich schon lustig. Ja, 90 plus 5 und 91. aber trotzdem ist es im Endeffekt in gewisser Weise amüsant. Und last but not least, und mir tut's leid an unsere türkischen Mitbürger. Holland, Türkei 3-1. Natürlich ist Türkei für eine Überraschung gut und Türkei ist so Team Spirit da schon groß, aber Demiral wird fehlen, inklusive Halbfinale, wenn es dazu kommen wird. Niederlande aber auch enorm brutal, Qualität, Dominanz zeigen sie eigentlich fast in jedem Spiel, nutzen aber auch nicht ihre Chancen. Generell habe ich das Gefühl, dass die Chancenverwertung teilweise, ach du Scheiße, schlecht ist von allen Teams. Ich glaube aber, dass der Knoten da irgendwie platzt. Man hat ja gesehen, bei Niederlande, als der hinten oder dann der 2-0 gefallen ist, dann waren die, ja, noch eins, noch eins, noch eins. Macht gegen Rumänien, ne? Wo Niederlande auch Glück hatte, dass der das eine Ding in der 82. da abgepfiffen worden ist. Das Bein war, glaube ich, gerade so in Kniehöhe, also unter der Hüfte auf jeden Fall. Kopf war tief und der Rumäne war eigentlich dann durch. Klar, zwei, verfolgt von zwei Holländern, Niederländern, Entschuldigung. In dem Fall, ja, wer weiß, ob er den reinmacht. Wir wissen ja auch hier, Portugal, dass da auch gut gehalten wurde, ne? Als der allein auf das Tor zurück, 116. Minute. Haut er den da, schießt er den da an, den Torwart. Aber ich verstehe nicht immer, warum die Leute flach schießen wollen. Machen halb hoch, Luft, du hättest sogar vorbeilaufen, obwohl in der 116. Minute, wenn er vorbeiläuft, wird gehalten, ja. Aber dass er flach ins lange Eck spielt, ist doch meistens so. Mach halb hoch, vor allem der war ja außerhalb des Strafraums, das heißt ja außerhalb des Strafraums, da kannst du sogar ein bisschen höher spielen und er fällt dir noch runter. Wenn du irgendwie im Strafraum bist, ist es schon schwerer zu lupfen. Aber wenn du außerhalb des Strafraums geführt bist, du an der Strafraumkante, ja, da kannst du halb hoch spielen, da kannst du sogar ein bisschen höher spielen, damit er sich noch senkt. Aber naja, egal. Das sind halt jetzt so meine Tipps. Was denkt ihr? Wo würdet ihr den anderen tippen? Das bin ich mal gespannt, was ihr da so tippt. Ich sage ja Arrivederci. Bis dahin und ciao. Ciao.